Ja, jo, morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem Alex. Und ich sehe, ich werde hier gerade wieder von einer Fledermaus attackiert. Ich wollte sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Terraria. Und hier unten springt gerade was durch die Gegend. Und das hat gerade eben Wasser. Leuchtet hier. Okay, es ist sehr düster. Und jetzt kommt hier so ein Art so ein Slime lang. Und da unten kommt jetzt, glaube ich, ein Zombie. Der Slime da unten will mir ans Leder. Ach nee. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht hier runter. Da drüben seht ihr irgendwie sowas wie Art wie Lava oder so. Ich will jetzt erstmal weg. Und chillen wieder hoch. Wo ich so ein kleines bisschen in Sicherheit. Hallo? Na komm, Fledermaus. Oder halt auch nicht. Gut. Ein neuer Part von Terraria und ich bin wieder in der Höhle hier und baue mir ein paar Erze ab. Und ihr habt schon gesehen, die Monster sind nicht zu halten. Die wollen einem immer ans Leder. Obwohl ich hier ja gar kein Leder anhab, sondern Kupfer und Silber, aber... Gut. So, dann sehe ich hier unten schönes Erz. Das ist, glaube ich, Silber oder Eisen. Ne, Silber ist es. Und eine richtig schön große Ader habe ich erwischt. Ich mache das hier mal noch ein bisschen breiter, damit... was das gerade gewesen ist. Eat. So, und das... Oh, das ist viel. Das ist richtig viel. Und da unten geht es in eine Höhle rein. Ich einfach mal noch eine Fackel hin. Hier ist jetzt ganz viel gut, dann leuchten wir das doch einfach mal aus, was wir hier alles haben. Und dann gehen wir mal hier, holen wir uns noch das LED-Ohr hier. Da ist ein Wurm. Da ist noch ein Wurm. Ein kleiner Wurm. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier runtergehen sollte oder nicht. Ich werfe einfach mal so einen Leuchtstab hier runter. Oh, da sehe ich ganz viele Erze. Also ich werde, glaube ich, von der anderen Seite rangehen. Da, wo meiner Vermutung nach kein Wasser ist. Und dann werde ich den Bereich einfach fluten. Vielleicht stoße ich hier auch noch auf was. Auf eine zweite Höhle oder sowas. Jetzt gerade bin ich nur bei so einem Hohlraum gelandet hier. Ach nee.
nicht noch so ein Vieh. Jetzt kommt er von rechts, glaube ich, gleich. Die lassen einen hier nicht in Ruhe. Der kommt gleich wieder. Ich habe ihn ja angeschlagen. Wird nicht lang dauern. Dann schießt er wieder aus dem Boden. Na, warten wir mal drauf. Ich sehe heute irgendwie erstaunlich wenig. Ist heute irgendwie ein bisschen dunkel hier. Gehen wir da einfach mal von der Seite hier ran. Gehen erstmal hier hoch. Oh, was ist denn hier unten? Schaut aus wie Lava oder dergleichen. Oh, Platin ist das. Es ist nicht Silber, sondern es ist Platin. Mal kurz wieder Luft holen. Nochmal Luft holen. Nochmal Luft holen. Nochmal Luft holen. Nochmal Luft holen. Und jetzt können wir weitermachen. Also hier haben wir Silber und Platin. Anscheinend lässt er sich nicht nochmal blicken, unser lieber Freund der Wurm von der vom Wurm Attacke Kommando hier. Der ist anscheinend die Puste ausgegangen. So, jetzt tauchen wir wieder auf. Gut, jetzt geht's nach links weiter. Hier baue ich mal noch ein bisschen weiter. Genau, so. Gut, hätten wir das. Jetzt geht's in das Ungewisse. Oh mein Gott. So viele Fledermäuse. Noch eine. Die lassen einen hier wirklich nicht in Ruhe. Noch eine. Noch eine. Also das letzte Video hieß ja Wurmattacke. Heißt dieses Fledermausattacke oder Batman Attack kann ich ja nicht schreiben, aber die Höhlenfledermaus, die macht einem hier zu schaffen. So, jetzt haben wir hier eine Fackel hin. So, machen wir auch ganz einfach weiter. Oh, ich weiß nicht, ob hier oben jetzt jemand ist noch. Nee, ach, zum Glück nicht. Hier setzen wir mal eine hin. Hier setzen wir mal eine hin. So, und dann geht's wieder ans Erze holen. Und da unten seht ihr, was auch immer das für ein Erz ist. Ich weiß nicht, es ist so ein leuchtendes, entweder ist es Rubin, das hatte ich ja vorhin schon dabei, oder ist irgendwie so Magmagestein oder sonst irgendwas, weil wir ja jetzt schon ab einer gewissen Tiefe dann in der Lavazone sind, die es hier ja wie auch bei Minecraft gibt.
wo dann öfters mal Lava auftritt und man da sehr vorsichtig sein muss. So. Und da haben wir das ganze Silber mitgenommen. Alles immer schön ausleuchten, ich habe ja genügend Fackeln. Gut, das mache ich mal lieber zu, nicht dass ich nochmal hier reinfall. Und jetzt muss ich einen Weg darunter finden. Ich mache erstmal hier wieder frei. Dann kommt wieder die nächste. Das ist doch scheiße. Dann baue ich das hier eben wieder zu. Und baue hier runter jetzt. Hier bei dem Vorsprung geht es runter. Und dann versuche ich irgendwie anders hier reinzukommen in diesen Höhlenraum, der ja bis jetzt noch unerforscht ist, der aber anscheinend ein sehr großes Ausmaß hat, größer als die anderen jedenfalls bisher. Oh mein Gott, ein Riesenslime. Gut, das wird auf jeden Fall schon mal lustig, jetzt hier runter zu gehen. Ich glaube aber nicht, dass ich so richtig die gute Ausrüstung dafür habe. Wir machen es aber einfach trotzdem. Haben wir mal dahin. Also es scheint ja wirklich groß zu sein. Ich hatte mal ein Gadget gehabt. Oh, der Gallius ist eingetroffen. Also anscheinend treffen in letzter Zeit, ich habe, bevor ich zu Let's Playen angefangen habe, ist noch diese Krankenschwester eingetroffen. Wie auch immer die heißt. Ist mir jetzt eigentlich egal, wie die heißt. Auf jeden Fall ist sie noch eingetroffen. Dann ist, in dem letzten Part war ja dieser komische Yahumik. Das ist so ein komischer Typ, der eine Schulmacht oder eine Typin, ich weiß ja nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Das ist auf jeden Fall nicht ersichtlich, wenn man den oder die anguckt. Auf jeden Fall hat er irgendwas mit Farben zu tun und da kann man nur zwei Sachen kaufen, die relativ unwichtig sind. Ja. Und dann halt noch der andere, das ist der, oh mein Gott. Da unten beginnt die Höhle. Ha! Shit! Na schön. Na dann, Happy Halloween, sage ich doch mal hier. Bei den scheiß ganzen Fledermäusen, ey. Ich hasse das. Dann muss ich das jetzt hier wohl wegmachen. Da wirst du nicht durchkommen hier. Dann baue ich das eben so zu. Werden sie jetzt einfach so gnadenlos abgeschlachtet hier. Die sterben jetzt wie die Karnickel am Fließband halt. Aber es kommen irgendwie immer neue hinzu, also vermehren die sich ja anscheinend übelst krank hier. Wehe, da kommen jetzt noch welche. Dann muss ich mich mit denen dann unten abfinden. Denn jetzt geht's erstmal runter.
Und da unten höre ich die Stimmen von Zombies. Da oben ist eine Schnecke. Okay, die ist aber ganz schön riesig für eine Schnecke. Gut. Jetzt sind wir hier unten. Machen wir hier noch eine Fackel hin. Oh, jetzt geht's in den tieferen Höhlenbereich. Ihr seht, das ist jetzt hier von braun zu schwarz übergeht oder zu grau. Okay, und hier unten. Da ist ein Herzkristall. Scheiße. Fledermaus. Gib mir mein Leben zurück. Nee, da unten ist ein Herzkristall. Scheiße. Also ich müsste jetzt theoretisch da runter und die beide töten. Das ist ein Schwarzschleimi. Aha. Die sind dann schon ein bisschen hartnäckiger. Ich habe halt Glück, dass hier das Wasser ist und dass sie durch das Wasser da wieder weggetrieben werden. Aber ich kann in dem Sinne hier nur draufhauen. Da ich ja noch keine bessere Waffe habe, außer hier meine Axt. Mein Schwert ist ja auch nicht der Hammer hier. Das ist die Scheiße an Schwarzschleimen. Die werden alle in kleine aufgespalten. Zwei Herzkristalle. Das nenne ich doch mal schön. Die bauen wir jetzt eben auch gleich ab. Und nehmen den gleich mal ein. Na, nee, machen wir es so. 20! Hier haben wir nochmal einen Block hin. Oh mein Gott, ist das ein großer Höhlenabschnitt. Da unten schwimmt was, das heißt, da unten ist Wasser. Und der nächste Herzkristall. Ha, Leute. Das nenne ich mal eine schöne Leben-Power. Hier. Jetzt muss ich bloß erstmal hier rüberkommen. Alter, die Würmer hier erschrecken mich. Also wenn sie es hier nach Monstern anhört, dann ist das immer vorstellenflößend. Nicht jetzt übelst horrormäßig, aber sie merkt ja, da unten ist gerade was gestorben. Also sind das ganz schön böse Viecher. Das Wasser tun wir mal runter schicken. Nein! Shit, 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 shit. Okay, Leute, ich bin down. Sowas von down. Gut. Oh, da unten war jetzt also ganz schön viel los. Da unten waren Piranhas, Tintenfische und sonst was. Gut, also jetzt sind wir erstmal wieder hier im vertrauenden Heim. Jetzt ist hier jemand eingedrungen, das ist der Gallius. Hm, you look like you good, was? Sind jetzt alle auf Englisch oder was? Also gut, da will mir irgendwas andrehen. Eine Ammo-Box. Reduces Ammo Usage. Aha. Ein Kelch. Sake und Red Cape. Mhm, also richtig kranke Sachen verkauft er mir hier. Wo sind denn die jetzt eigentlich alle eingezogen? Der ist ja hier noch nirgendwo eingezogen, oder wie? Ich mache jetzt hier einfach mal noch eine Tür hin.
brauche ich aber erstmal noch eine Tür. Dann baue ich, also nicht, mache ich das gleich so. Zwei Türen, zwei Tische, zwei Stühle. Und Holz habe ich ja. Und dann kann der hier gleich einziehen. So, das kann ich dahin erstmal. Dann zwei Stühle. Zack. Oh, ein. Sind jetzt alle auf Englisch oder was? Auf einmal. Das ist ein Eichhörnchen. So. Und noch zwei Tische. So, jetzt geht's wieder hoch. Ich muss das gleich abtrennen hier. Und hier fehlt noch Holzwand, sehe ich gerade. Gut. Jetzt haben wir hier oben die Wand hin. Dann kommt hier die Tür hin. Und dann haben wir einen Stuhl und einen Tisch. So. Behausungsanfrage für... Ach, der Gaius ist nur vorübergehend, oder was? Oh! Guido the Painter. Gut. Auch schön, dass er eingetroffen ist. Der Maler. Haben die jetzt neue NPCs noch hinzugefügt, oder was? Habe ich jetzt anscheinend schon einige. Gut. Wie auch immer ich die gekriegt habe, Leute, das weiß ich nicht. So, und jetzt hauen wir gleich noch den nächsten Stuhl und Tisch hin. Mal sehen, wer da als nächstes kommt. Jetzt kommt erstmal keiner mehr. Gut. So, die verlegen wir jetzt auch mal noch hierher, damit ich die mal alle auf dem Fleck habe, dass die mir alle in der Weltgeschichte rumlaufen. Gut, jetzt gehe ich erstmal runter und tue mal meinen ganzen Mist wieder einsortieren, was ich hier alles Neues habe. Also muss noch die ganzen Barren machen. Platin. Silberbarren, Ledbarren. Okay, das war auch noch Silbererz. Das habe ich aber komplett aufgebraucht. Dann haben wir hier Silberbarren. Oh, das ist viel. Ja, da wird neue Rüstung gemacht. Da wird garantiert. Oh, das ist viel. Da wird neue Rüstung gemacht, auf jeden Fall. Das Restliche kommen wir noch hin. Na, das bringt nicht. Gut. Dann Leuchtwurzel können wir reintun. Obelisk auch. Zweimal Rubin können wir reintun. Dann haben wir die Pfeilfalle. Und dann ist die erste Kiste auch schon voll. Dann müssen wir jetzt mal noch die Ledbarren machen. Oh, das wird auch viel. Da kann ich auch mal demnächst was bauen davon. Oder was herstellen. Ich jetzt eigentlich? Ja, genau, kann ich noch einen machen. Super. Und nachdem ich das habe, ich habe ja auch noch ein paar Glowsticks. Aber ich will mal nicht so viele immer mitnehmen. Da kann ich den Pilz da reinhauen. Ist ja eigentlich. Nee, das ist Matsch. Matsch ist da. Das ist ein Holzhelm. Die kann ich eigentlich verkaufen. Alles, was ich mehr brauche, kann ich ja verkaufen. Rope können wir hier reinhauen. So. Glibber mache ich mir dann erstmal. Erstmal mache ich hier Kupferbarren übelste Sorte. Super. Und Kupfer dahin. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Was brauche ich denn eigentlich von dem Zeug hier nicht? Tagesblumensaft brauche ich, den Mist.
schon mal alles behalten. Eisenketten, Zeug, Leafwind. Das will ich nochmal gucken, was ich damit machen kann. Dann habe ich jetzt 31 Silbermünzen. Sand, da ist er. Dann kann ich da den Sand reinhauen. Stein bleibt sowieso da. Holzklappen brauche ich nicht. Den Banner kann ich platzieren. Hauen wir den dahin. Oh, jetzt ist mir das Mikro hier abgestürzt. Hauen wir den Banner mal hier hin. Ach, Leafwind, jetzt weiß ich, was das heißt. Ach. Da kann man sowas machen. Haha. Könnte ich jetzt also hier oben auf meinem Haus verzieren. Um mein Haus rum so eine, wie eine Art Wärmedämmung machen. Mache ich das doch einfach. Ich meine, sieht ja lustig aus, ne? Und ich habe ja genügend davon. Die wollen anscheinend nicht reinkommen. Der Gallius und der Guido. Die bleiben dann wohl lieber draußen. Ich habe wieder was. Machen wir das Holz nochmal weg. Gut, das Holz wieder hin. Warte, da sind wir der Reihe nach jetzt, oder was? Gut, Leafwind haben wir hier mal noch hin. Gut. Also es braucht in dem Sinne keiner. Es ist irgendwie ein Ding, was kein Schwein braucht. Ich tue es mal ganz unten rein. Vielleicht brauche ich es ja irgendwie irgendwann, irgendwo. So. Das ganze Holzzeug habe ich gemacht. Jetzt machen wir hier noch ein paar Fackeln. Bis der Clipper alle ist. Ich glaube, den Clipper habe ich dann komplett auf. Nein. Aufgebraucht, wollte ich sagen. Ja, habe ich so. Gut. Jetzt habe ich wieder Fackeln. Die Holzwände brauche ich nicht. Die kann ich da rein tun. Den Matschblock kann ich dahin tun. Gut, so, jetzt haben wir die Orange Bloodroot. Kann orange Farbstoffe machen, das ist doch schon mal schön. Dann hauen wir die doch erstmal in die Kiste rein. So, dann haben wir noch die Living Wood Chest. Die stellen wir mal noch drüben hin. Und Grave Marker kann man auch erstmal rein tun, Smaragd auch, Rubin habe ich schon, Wooden Helmet, den schwachen Heiltrank behalte ich mal, Marine Gold, die Eicheln behalte ich auch mal, um den Zeug dann zu pflanzen, zack, und das lassen wir alles so wie es ist. Ja, meine Silberachse ist immer noch die beste Waffe. Merke ich gerade. So. Jetzt habe ich das erstmal. Jetzt gehe ich mal hier zu dem, um das Zeug mal noch zu verticken, was ich nicht mehr brauche. Geschäft. Hat sowieso keinen Wert, das Ding. Dann kann ich es ja auch eigentlich in. Ja. So.
hauen wir es da rein. Selbst die Leaf Wand hat keinen Wert. Ist auch gut. So, jetzt hat es gerade mal kurz geleckt. Ja, ich habe jetzt 160 Leben. Jetzt gehe ich erstmal runter und guck mal wegen Rüstungen und so weiter machen. Bin ich hier eigentlich schon die Sägemühle? Sieht so aus, ne? Ah ne, das ist dieses Statuen-Dings, wo ich die einzelnen Statuen machen kann. Da habe ich ja schon mein schönes Atmok gezaubert. Sonst gibt's da ja nicht weiter. Ach, hier ist auch das Living Wood Zeug, was man alles machen kann. Aber Living Wood braucht keiner, deswegen können wir es auch lassen. Ja, Ofen. Da muss ja jetzt hier irgendwo was mit Rüstungen sein, ne? Ja, hier. Das ist Holz. Okay. Dann gehen wir mal zum Amboss. Hallo? Stimmt, ich bräuchte ja vielleicht auch die ganzen Barren, um das Zeug zu machen, ne? Den Holzpfeil kann ich bei mir reinhauen. Gut. Das ist jetzt Platin. Ich mache mir erstmal ein Silberkettenhemd für 30. Ich habe 43. Ja, das machen wir. So, das raus. Gut. Dann wäre es das auch schon von der Rüstung her, was ich mir dort in der Richtung erlauben konnte. Jetzt kann ich noch eine Bathtub. Eisen. Ne, das ist Silber, ne? Any Iron Bar. Platin. Glasskin. Use for special crafting. Dann hauen wir die mal noch raus. Was haben wir noch so? Hier oben ist dann alles nur Kupfer. Das war es dann auch schon, was wir ordentliches herstellen können. Dann schauen wir jetzt mal noch wegen den Waffen. Wie stehen jetzt die Platinwaffen zu den normalen? Also ich habe hier einen Holzbogen. Oh, ein Stern. Den hole ich mir gleich. Silberbogen hat 9, 4, 13 und 4. Okay, das heißt auf jeden Fall, das Platinzeug ist besser. Kostet natürlich dann aber auch mehr, ne? So eine Platin-Axt kostet 9. Ich habe gerade mal 11 Platinbarren. Da ich jetzt eine gute Axt habe, ich habe noch 13 Silber. Da kann ich Silber habe ich ja sowieso, eine Axt machen, eine Dingens hier. Oder wie viel kostet denn hier so eine dort? Kostet, da gibt es gar keine Spitzhacke. Oder ich habe zu wenig, um die zu machen. Siehst du, noch ein Stern runtergekommen. Dann haben wir hier noch ein Platinum Broadsword. Aha. Ich glaube, ich mache mir einen Hammer. Hammer aus Platin. Den Gegensatz 9, 4. Ja, genau. Machen wir den. Und die Kupferaxt, die müssten wir auch mal noch. Dann machen wir jetzt die Silberaxt. Silberaxt, so. Und den Rest lassen wir so. Jetzt gehe ich erstmal raus und hol das Zeug wieder. Der Gallius ist wieder gegangen. Okay. Warum ist denn der Gallius wieder gegangen? Fand er es hier nicht schön oder wie? Anscheinend nicht.
So, und jetzt gehe ich erstmal zu dem Typen hier. Ich hoffe, dass es nicht lange die Farbe trocknet. Das wäre eine Katastrophe. Gebrauchte mit Farbe um Farbe Wände. Super. Geiles Deutsch, sage ich dir. Dominopfeil. Kann man bei dem kaufen oder herstellen? Die sehen ja auch richtig krank aus. Okay, aber ich will jetzt erstmal nichts kaufen. Kaufen, ne? So, haben wir hier die Kiste hin. Und hier kommt jetzt noch der Rest rein, den wir noch haben. Mal schauen, ob ich den Rest verticken kann. Ja. Breastplate brauche ich auch nicht. Gut, hätten wir hier wieder ein bisschen Platz. Können wir das Zeug von da hier rein tun. Sparen wir wieder Platz. Und die Holzwand haben wir dahin. Gut. So, und das Crafting-Teil hauen wir mal noch hier hin. Oh, das ist aber riesig. Das ist ja wirklich riesig. Da holen wir mal so ein paar Barren. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was anderes damit herstellen. Gut, der Part wird jetzt bestimmt schon ewig gehen, deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz noch zu dem Ding hin, guck, ob ich da noch was Extravagantes herstellen kann, und wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Part. Okay, nein, geht nicht. So, Leute, das war das mal wieder vom Terrarium. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten, mir ist das scheißegal. Und jo, bis zum nächsten Mal wünscht euch der Alex. Haut rein und lasst nichts anbrennen.